einem Platz an der Mündung des Takasiji-Flusses. Dort wurden Zali, sein Bruder und seine beiden ältesten Söhne von einem Erschießungskommando hingerichtet. Während er an einen Baum gefesselt den Tod erwartete, richtete Zali einen letzten Wunsch an einen Freund. Uzilu, ich bitte dich um einen Gefallen. Du weißt, ich habe einen kleinen Sohn, den wir in den Bergen verloren haben. Du sollst ihn finden, wenn er nicht tot ist, und sage ihm, die letzten Worte seines Vaters waren, dass er niemals über den Mississippi gehen, sondern im Land seiner Geburt sterben soll. Es ist süß, in seinem eigenen Land zu sterben und an den Ufern eines angestammten Flusses begraben zu werden. Am 25. November 1838 starb Zali für die Freiheit der Cherokee des Südostens. Und als er starb, war er der Sieger. Er hatte erreicht, was das Wichtigste für ihn war: dass sein Volk frei leben kann. Which was uppermost in his mind, that his people might go free. 7 Monate später, in dem neuen Indianergebiet in Oklahoma, wurden Major Ridge, sein Sohn und sein Neffe, die alle das Umsiedlungsabkommen unterzeichnet hatten, umgebracht, weil sie das Land der Cherokee verkauft hatten. Unsere nächste Folge blickt nach Westen, zu den Great Plains und der berühmten Reiterkultur, die das Bild der Völker dieses Kontinents in der Welt geprägt hat. Sehen Sie die Besiedlung des Westens, Mord und Vertreibung.